Hola! Moinsens! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic! Ja, ich bin leider wieder etwas angeschnupft. Kam über Nacht. Ich versuche mein Bestes, dass das hier nicht zu albern wird. So, cool. Gehen wir mal zu den Wassermagiern, würde ich sagen. Reden wir mal mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Der einzige Wassermagier, mit dem man eigentlich erst sprechen kann am Anfang. Ein Anhänger des Gottes Adanos. Ach ja, das kam in diesem Teil, es wurde immer nur ein bisschen erwähnt. Richtig etabliert hat es der zweite, da hat der erste Teil irgendwie das verschlafen. Im Grunde geht es in Gothic um einen Krieg zwischen drei Göttern. Das ist der übergeordnete Konflikt. Aber wir sind hier auf einer so kleinen Ebene, da bekommen wir erstmal gar nichts mit hier. Also Innos, das ist... Es gibt zwar so eine gut-mittelböse Aufteilung, aber alle haben irgendwie Dreck am Stecken. Das finde ich witzig. Innos ist der Gott des Feuers, des Lichts, der Wahrheit und Gerechtigkeit. Aber ist gleichzeitig auch sehr verklemmt, was Wahrheit und Gerechtigkeit angeht. So richtig Rechtschaffenheit und alle, die nicht so drauf sind, die werden alle massakriert. Dann haben wir Adanos. Das ist der Gott des Wassers, des Wissens, der Weisheit und Neutralität. Auch hier die Neutralität. Er tut manchmal oft gar nichts, aber sorgt dafür, dass das Böse so gewinnt. Und dann haben wir Belia. Das ist der Gott der Finsternis, der Unterwelt, der Zerstörung, des Todes. Halt, wie gesagt. Über den muss ich nicht mehr viel sagen, ne? Aber auf jeden Fall seinen Anhängern beschert er große Macht, auf jeden Fall. Also die sich ihm anschließen, die haben auch wirklich was von. Aber ja, gibt's ja nicht so viel. So, genug gelabert. Erstmal auf die Uhrzeit gucken. Hust, hust. So, ein bisschen lauter hier. Ah, Kronos, moin. Da ist der fette Erzberg. Du, ich muss zu deinen Bros. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Hör mal. Was nehmen wir denn hier? Fangen wir doch mal so an. Kor Kalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her, er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Yep. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Wie jetzt? Hallo? So, Iberion ist tot. Ah, das muss doch was bedeuten hier. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Bruder muss los. So, bitteschön. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetrian doch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Geht's los? Ja, in Ruhe hier. Wie war die Parole nochmal? Was war das für ein Wort? Du bist vergesslicher als meine Großmutter. Ach, Digga. Sie lautet Tetrian doch. Tetraeder doch? Egal. So, zeig mal, was hast du so?
Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ach du Herrjemine. Karte, neues Lager haben wir. Ring der Kraft brauchen wir nicht. Amulett der Kraft haben wir. Das ist so einer, der gönnt beides. Der hat richtig nice Shit, muss ich sagen. Verwandlung Wolf. Crawler, Bloodfly, Licht, Eiswelle. Ja, Gönnung, ne? Nehme ich mir mal. Und Eisblock ist auch sexuell. Nehmen wir mal. Das sind Runen, damit können wir nichts anfangen. Nee, aber so CC-Effekte gehen immer fit. So, Rasiermesser. Amphore, what? Laborflasche brauchen wir auch nicht. So. Dann ballern wir das hier mal mit. Nee, das ist zu viel. Das geht auf keine Kuhhaut hier. Und jetzt brauchen wir wieder irgendwas. Allred Fett behalten wir mal. Hier kriegst du einen Johnny. Alles klar. Das ist mal ein guter Deal. Null Erz verloren. Geht zur Sache. Oh. Die switchen hier von lieblich zu herb trocken innerhalb von 0,1 Sekunden. Du bist auf der Liste, dich kennen wir. Wo ist Wolf? Wo ist Wolf? Ich brauch kaufen. So. Wenn du meinst. Ich kann dir. Ah ja, das war das hier. Tauschen. Handels. Ich kauf. Ja moin, 600 Erz. Gehen immer gut. Weg. So, da bin ich wieder, war wieder kurz abgelenkt. So, verkaufen wir noch einen Pilz. Perfekt. Und es ist Nacht geworden, ey. Ja, moin. Alter, wie lange war ich weg? So. Gehen wir erstmal nö. Wobei, was mache ich da? Ich habe ja gar keinen Grund zu pennen. Aber wir haben Grund zu handeln. Ja, ja. Ich wollte mich nur kurz aufs Ohr legen. Hab's mir wieder überlegt. Hier war doch hier Dingens. Wo ist er? Der Sharky. Sharky, wo bist du? Sharky. Du bist doch so ein toller Händler. Ich könnte. Ja, 600 Erz haben sie alle. Wahrscheinlich mit jedem Kapitel dazugekommen. Korrekte Sache. Ja, moin. Sehr gut. So. Warte mal, was hast du denn so für Waffen eigentlich? Für Waffeln? 52! Götterhammer. Ist drin. Alter. Das ist ja mal eine nice Sache. So. Was haben wir hier noch? Kerzenständer. Dornstampfer. Minecrawler-Ei. Behalten wir mal. Die ist auch einzigartig. Die behalten wir mal. So. Jetzt verkaufen wir hier mal. Ich halte mich da lieber raus. Ich dachte, das wäre schon lange. Mr. Handel. Sehr gut. Früher wäre das Ganze anders gelaufen. Die Waffe sieht heftig aus. Können wir zwar keinen mit erdolchen, aber nehmen wir mal. So, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Achso, hier. Sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt mal wieder einen Streitkolben. Aber jetzt werden wir mal endlich zu den Wassermagiern gehen, würde ich sagen. Ab jetzt. Die waren ja da oben. Dann gucken wir vielleicht nochmal bei Lee vorbei. Vielleicht hat er was Neues zu sagen. Liebes geht, Schätzelein.
Nope. Schade, Schokolade. Dann hier, Dingens. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren. So, Tetriandoch, Tetriandoch, Tetriandoch. Die Parole lautet Tetriandoch. Das stimmt. Du kannst passieren. Nice. Ah, hier wird wieder experimentiert. Erstmal gucken hier. Merdorion. Guten Tag. Ja, ciao. Zu sehr mit Studien beschäftigt, hey, was? Oh ja, ich gehe ja. Kluge Entscheidung. Hau da erstmal irgendwas hier raus. Irgendeinen Wetterzauber. Hey, du. Gut. Mach das nicht nochmal. Leute. So, moin. Wer bist du denn? Wer bist du? Ich bin Nefarius, Magier vom Kreis des Wassers. Ich will ein Magier vom Kreis des Wassers werden. Nicht so schnell, mein Lieber. Bevor wir einen jungen Mann in unsere Reihen aufnehmen, muss er etwas Großes vollbringen. Und er muss uns eine Zeit lang gedient haben. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du zu unseren Söldnern gehen. Dort kannst du uns dienen. Und vielleicht erhältst du eines Tages die Chance, etwas Großes zu vollbringen. Ja, ist schon zu spät, sorry. Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Werde einer unserer Söldner. Dann sehen wir weiter. Maul. Wo finde ich Satoras? Geh durch das große runde Tor. Dort wirst du ihn finden. Okay. Wen haben wir hier? Moin. Müx hier, Mixer. Was geht so? Gar nichts. Hey du! Da hast du nochmal Glück gehabt. Was wolltest du? Ich, gar nichts. Gar nichts. Oh, hier ist Bücherei, aber... Wie, in die Bücherei darf ich, oder wie? Elementare Arcanei, wahre Macht, Arcanum Golem. Es ist ja nice hier, also für Magier. Gibt's vielleicht einen nice Shit hier rauszuholen? Und was steht hier so? Ja, wieder nichts. Wer das liest, ist doof. Nette Wohnhöhlen haben die hier. Moin, Riordian. Ich grüße dich. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Hau raus. Zeig mir deine Ware. Was haben wir denn hier? Grüner Novize. Das ist ja nur Trash-Tränke, bis auf die Geschwindigkeitstränke. Die sind eigentlich nicht schlecht. Aber ich hatte mehr so auf so Permakram gehofft. Okay. Alchemie, Labor und Bücherei gehen fit. Alles klar, gut zu wissen. Na dann, ab durch den großen Eingang. Ja, nice. Du bist safe, der Satoras. Der Boss von der ganzen Aktion hier. Erzähl mal was. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Chor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Chor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Chor Anga ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Ja, gut. Gucken wir mal hier. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt,
um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig. Doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Was haben wir denn noch so zu erledigen? Jetzt schon mal ein Plan. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Tja, ihr seid bisher auch nicht auf die Idee gekommen, nach denen zu suchen, ne? Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärest ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Nice. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braucht die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. In seiner Hut. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Alles klar. Jordan. Hau mal raus hier. Satoras schickt mich. Boah. Komm näher, ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Alles klar. Jo. Aber vorher wollte ich noch gucken, was es hier so ist. Und Tränke abchecken. Ah, Geschwindigkeitskampf. Essenz der Geschicklichkeit. Geschicklichkeitsbonus plus 3, Gönnung. Ja, da war doch vernünftiger Shit dabei. So, Stärke plus 3. Hau weg, das Kidding, Alter. Worth. Danke, Saturas. Wusste ich doch hier. Hier sind doch nur Korrektos am Werk. Wo geht's hier lang? Aber hier geht's wahrscheinlich zum Erzhaufen, ne? Dürfen wir da schon hin? Nice. Okay, so tief geht's ja gar nicht runter. Kann ja mal kurz die Lage abchecken. Scheiße. Ist ja wie die lange Nacht Game of Thrones, ich sehe gar nichts. So. Gut. Toll. Brücke halt, ne? So. Oh, Erzbrocken. Ups, ich hoffe, das merkt keiner. Und eine Wache, wie niedlich. Guten Tag. Alles klar bei dir. Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Glaube ich. Willst du etwas Sumpfkraut, Brudi? Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Ja, machen wir so.
Okay. Juckt hier keinen. Nehmen wir einfach all das Erz mit, ey. Erz forever. Aber nice. Nicer Haufen. Muss man schon mal sagen. Aber ich zwack mir erstmal meinen Anteil ab hier. Ich bin noch nicht gut genug ausbezahlt worden für das, was ich hier leiste. Nice. Das funkelt so schön hier. Gönnung. 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 Und Gönnung. Ja, nice. Ach hier, das war dieser komische Bug, wie auch immer man das nennen soll. Wenn man von hier nach oben guckt, dann verzerrt hier alles, ey. Oh, Manakroy. Man, guckt euch das an hier. Oh, Wurmloch. Von oben kannst du reingucken, aber hier, Einstein wird dein Leben hiermit zerstören. Oh, so, raus hier. Wir haben gute Sachen zu erledigen. Wir haben jetzt diese Fokuskarte, ne? Sorry, Brudi. Fokuskarte, wo haben wir sie? Fokuskarte Saturas. Ah, Pentagramm. Ah, wir sind da, okay. In der Nähe von der alten Mine ist eins. Ganz rechts. Okay, ganz im Osten, da waren wir. Da kommt der eine her. Dann. Ja, cool. Wo gehen wir als erstes hin? Ich würde sagen, wir fangen oben links an. Oben links fangen wir an. Aber erstmal gehen wir pennen. Es gibt Penne zu essen. Wo haben wir was? Ja, 8 Minuten. Alles klar. Gut. Konkret, Fokussteine. Aber ich will meine Rüstung haben. Ich jette nochmal dann ins alte Lager zwischenzeitlich. Aber da haben wir ja kein Dingens. Kein Teleporter. Noch nicht. So. Hier ist meine Hut. Hier gehe ich jetzt erstmal pennen. So. Und dann hauen wir jetzt mal ab. Richtung altes Lager, Rüstung gönnen oder nicht. Und dann. Richtung Norden, das ist irgendwo da in der alten Mine, in der irgendwo da so. Und dann wird gegönnt. So. Ach, Gardist zu sein ist schon was Cooles. Müsste mal mehr Erz von irgendwelchen Bullern rausquetschen. Mehr so das Klischee erfüllen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Morgen. Tut mir leid. Wir nehmen jetzt mal zum alten Lager mal die Abkürzung. Also nicht den offiziellen Weg, sondern den Weg hier, Stadtlandfluss. So kommen wir, denke ich, schneller an. Weil es jetzt irgendwelche, was weiß ich, Schnellwege zu nehmen, an Kavalorn vorbei, machen wir das lieber so. Oh. Oh. Verzögert sich doch noch ein bisschen. Speichern. Ich hoffe mal, das überlebt er. Ja, moin. Überlebt er. Sehr gut. Und jetzt ab die Post. Ja, wir haben hier echt alles weggebuttert, ne? Also müssen echt... Na, okay, bis auf den, aber... Ich weiß nicht, ist der neu? Wir müssen einfach auf nächstes Kapitel warten, dann gibt's wieder Respawn.
sehr gut. Oh, Hallöchen. Grüßet euch. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir landen am Ende jeder Folge im alten Lager. Irgendwie schnief. War ich hier eigentlich schon? Habe ich die aufgemacht? Wahrscheinlich, ne? Ja, toll. Wie viel Uhr ist es? So. Dann wollen wir mal weiter. Ey, wenn die jetzt keine schwere Rüstung für mich haben, ne? Dann raste ich aus hier. Wenigstens für die Fokusmission sollte ich doch jetzt super ausgestattet sein. Eigentlich. So, wenn Stone mir die nicht gibt, ne? Dann laufe ich Amok. Doch. Servus. Muss eben aufpassen. Was machen wir doch kaum, dass sich daran was ändern wird. Grüße dich. War doch klar. Ach, in Extremo ist übrigens weg, ne? Die waren ja nur Kapitel 2 da. Die sind jetzt nicht mehr zu hören. So, Stone. Du, ich liebe dich. Für Gomez. Ich bin Kind von dir. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn die Zeit gekommen ist und du genug Erz hast. Die Zeit ist jetzt gekommen, okay? Ich möchte eine schwere Garderüstung haben. Nur die höchsten Gardisten dürfen so eine Rüstung tragen. Und du bist noch nicht lange genug dabei, fürchte ich. Ist das dein Scheiße Ernst? Wer? Nicht lang genug dabei, hallo? Ja, das war nicht besonders schlau. Für Gomez. Kann ich wenigstens irgendwie Raven oder so ausquetschen? Hä, wo ist denn Milton hin? Lel. War nicht besonders schlau. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wir hören nicht mehr auf das Gefahren. Die immer zieht Schwert. Raven, sprich mit mich. Wo ist Raven? Ist Raven wieder oben in seinem Zimmer? Gibt sich Heftchen? Anscheinend. Verlass dich auf jemanden, du bist verlassen. Das ist Es ist nur wirklich nicht mein Problem. Oh. Hallo. Hallo, Random. Wie steht der Erzhandel? Die alte Mine spuckt genug ab. Ja, toll. Ey, ich werde hier nicht genug gewertschätzt, ey. Ich leiste den übelsten Shit und ich krieg nicht mal die schwere Garderüstung. Ich raste nochmal aus hier. Naja. Ab in den Norden. Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Ich glaub's ja nicht. Ich dachte, ich habe euch Viecher alle gemacht. Tja. So, ab geht die Post. Jetzt wird losgestampft. Alle, hopp. Hui. Nehmen wir. Na, ah, wir haben da oben auch ja noch so eine offene Rechnung mit Snappern offen, so wie ich mich erinnern kann. Eine offene Rechnung mit Snappern offen. Genius. Ah. Guten Abend. Na, jetzt kommen sie, ne? Sehr schön. Bleib doch mal stehen hier, ich kann dich richtig treffen. Dafür habe ich doch Armbrust geskillt. Only you. So. Saufen. Jägermeister. So. Das
gehen wir mal in den Nordkampf über hier. Alter! Ruhe! Der hat ja gar nichts geschickt. Alter, das war ja wieder haarscharf. Junge, 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 Junge. Wieder voll die Zeit aus dem Auge verloren. So. Links oder rechts? Links oder rechts? What? What? Ist das Diego? Sieht voll nach Diego aus. Aber was der uns zu sagen hat und wo geht's dahin? Ey, wieder neue nice Gebiete clearen. Sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, würde ich sagen, ne? Bis dahin. Tschüss.